Hallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum! Bums, mach's noch mal! Ich schlag! Mehr Waffen! Du meine Güte! Ja, geht jetzt mal von dem Waffenschrank da zurück. Ansonsten hole ich mir auch noch mal was hier. Oh, verdammt. Du schlägst wie ein alter Mann. Mehr Feuerkraft hier drüben. Das wird nicht. Wer es nicht lassen kann, soll einfach mal liegen bleiben. Ja, weg damit. Die sollen die Waffe liegen lassen. Wow. Du gegen mich, komm. Och, das war ja gar nichts. So. Oh ja. Killer Croc. Kommt hier sein Essen? Mal schauen. Vielleicht finden wir von ihm hier ein Tonband. Eine Geheimniskarte vom Riddler erhalten. Interessant. Okay, kein Tonband. Kein gar nichts. Es geht dann wohl hier weiter. Zugang zum Kontrollraum. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash? Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind... auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. Nur weiter so, Doc. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid, aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schneiden Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten. Auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen. Und ich werde sie töten. Und dann Cash. Und danach sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf. Sofort. Na super. Also, Killer Croc hat einen super Hass auf uns. Also, das finde ich schon mal sympathisch. Und ich könnte wetten, jetzt kommt schon ein Bossfight gegen ihn. Oh nein. Killer Crocs Versteck. Zu spät, Batman! Ein Schritt mehr und das kommt ins Wasser! Die Höhle wird sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen! Tu es nicht, Craig! Wow. Wow, 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 wow. Killer Croc. Alter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber wir sind Scarecrow los. Endlich. Ich traue mich gerade nicht, ins Wasser zu kommen. Ja, dürfen wir auch nicht. Wir dürfen also nicht ins Wasser. Dann starten wir mal eine kleine Kletter-Action. Ich weiß gar nicht, wohin wir wollen. Aber na gut. Ach ja. Ich das mal vergesse. Zack. So geht das. Nope.
Oh, Upgrade. Das machen wir doch. Was haben wir hier? Battering Kraft. Aha, verlängert die Zeitspanne. Dann machen wir doch mal den ferngesteuerten Batarang, Spezial Batarang, der von Batman gesteuert wird, werden kann. Nach dem Wurf kann er vorübergehend nicht erneut verwendet werden. Okay. Dann können wir also jetzt den Batarang sogar lenken. Uah. Ja, gut. Die Lösung für den... für das Problem heißt Line Launcher. Ja, aber wollen wir uns jetzt wirklich um Killer Croc schon kümmern? Oh, lecker. Oracle, ich gehe zu Crocs Versteck, um die Schimmelproben einzusammeln, von denen Ivy gesprochen hat. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihnen. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Aha. Die schwimmenden Pontons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ach, Mann. Das Plätschern trägt nicht gerade bei. Dann noch so ein endloser fucking Gang. Also oben sehen wir ja, wie laut wir sein dürfen. Verdammt. Hilf mir. Ich hab gerade keine Lust. Ich will mich nicht umdrehen. Alter, das ist doch der Hass. Also, ernsthaft, Alter. Ernsthaft, ich habe keinen Bock da drauf. Hilfe! Verdammt nochmal, Hilfe. Sei ja still. Ich mach mit dir eine Abmachung, Killer Croc. Ich bin still und du bist still, okay? Alter, noch 120 Meter. Alter, Killer Croc, der kann mich doch mal am Arsch lecken. Alter, mit Headset kann man das überhaupt nicht spielen.
Ich würde mich jetzt am liebsten aus meinem gemütlichen Stuhl mal umdrehen, ob da wirklich Killer Croc dahinter steht, aber ich hab zu viel Schiss. Ja, er soll sich mal lieber mit Scarecrow beschäftigen. Da hatten wir aber auch Glück, dass Killer Croc sich da Scarecrow vornimmt. Aber wie gesagt, Killer Croc ist wie ein Tier. Er ist eben nur aufs Fressen aus und eben auf Rache an uns. Aber hoffentlich müssen wir dann nicht nochmal zurück. Ich kann... Verdammt! Verdammt! Ich werde es genießen, deine Knochen zu verzehren. Verdammt! Ach so, wir müssen den Batarang verwenden. Habe ich gerade gelesen. Und zum Glück hat es mal gespeichert. Alter, du sollst mal deine Schnauze halten. So ein elendes Kack. Boah, das war scheiße knapp. Da oben. Und jetzt? Achso, Batarang. Pass auf, Batman. Diese Sporen enthalten nicht genug Anti-Venom. Ich muss unbedingt mehr finden. Alter, manchmal möchte ich den einfach nur killen. Das hätte er auch verdient. Der Killer Croc. Du gehörst mir. Alter, hate. Ich bekomme Angst. Das reicht Retten immer noch nicht. Wirf! Du solltest werfen, du Hackvieh! Verdammt, warum wirft er nicht? Ja. Ach, wie praktisch. Fucking Croc. Alter. Das sind Psychospielchen. Ja.
laufen wir richtig. Ja, das ist mal was anderes. Wo ist er? Da! Da! Alter, wie sieht das denn bei dem aus? Der hat sich auf jeden Fall gemütlich eingerichtet, sehe ich schon. Ja, danke, dass du uns das geöffnet hattest. Okay. Noch zwei. Und diese zwei holen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.